Leo, du Verräter. Wir konnten nicht anders. Wir mussten Ava lebend kriegen. Na, danke auch. Könnt ihr meinen Commander mitnehmen? Er ist gestorben. Er liegt... Wir haben ihn schon gefunden und werden ihn angemessen bestatten, sobald wir auf Chandrila angekommen sind. Wir sehen uns spätestens, wenn wir dort sind. Wenn ich kann, komme ich gleich nochmal zu euch. Du hast mich belogen. Du bist kein Kopfgeldjäger. Du warst es nie. Bist von der Republik. Bin ich nicht. Also, eigentlich schon. In der Sache aber nicht. Ich war verdeckter Ermittler. Bevor ich Ava kennengelernt habe. Wie auch immer. Du wirst denen doch sicher nichts von unserem Hauptstützpunkt sagen. Wieso verrätst du das Imperium? Nicht das Imperium verrate ich. Das hat der Flottenadmiral schon getan. Davon weiß ich schon. Und du lässt es einfach so zu? Eben nicht. Der Flottenadmiral will, dass du tust, was du nun mal tust. Du handelst nach seinem Plan. Ich will diesen Plan vereiteln. Wie auch immer. Es ist jetzt eh zu spät. Ich wusste nicht, dass sie gestorben ist. Du hast einfach auf sie geschossen. Ich konnte nichts dafür. Du kannst alles dafür. Wenn du meinst, ich bin nur höflich. Es ist mir eh egal. Schlag nächstes Mal etwas stärker und töte mich. Dann kannst du das Imperium vielleicht noch retten. Ava Tukin, endlich sehen wir uns. Wo ist der Hauptstützpunkt? Sie wollen das nicht. Sie handeln genau nach dem Plan des Flottenadmirals. Das denke ich nicht. Ich habe auch nach seinen Plänen gehandelt und wusste nichts davon. Er will uns gegeneinander aufhetzen. Wir werden es ohnehin herausfinden. Ich würde aber gerne auf Nummer sicher gehen. Wir streben eine friedliche Lösung an. Gellius Rex hat aber nicht vor, eine Lösung zu finden. Mit dem können Sie nicht verhandeln. Dann eben eine Schlacht. Sie ist ohnehin unausweichlich. Sehen Sie es ein. Auf Jakku. Ich habe es noch am Hauptrechner gesehen. Sie ist auf Jakku. Vielen Dank. Was passiert jetzt mit mir? Sie haben sich nicht nach unseren Vorgaben verhalten. Es wird noch eine Verhandlung geben. Danach werden Sie entweder begnadigt oder bestraft. Governor Cole, Sie wurden soeben gerettet. Ich bringe Sie auf Befehl des Flottenadmirals zu unserem Treffpunkt in den unbekannten Regionen. Sie sollen dort helfen, einen Nachfolger für das Imperium aufzubauen. Daraus wird leider nichts. Zum Reden haben wir später Zeit. Wir sollten uns beeilen. Wartet. Der Deserteur muss mit. Und Tech auch. Ich werde mich ihrer annehmen, sobald ich die Zeit dazu habe. Was ist es, dass sie zurück nach Jakku zieht? Ich möchte das Imperium beschützen. Vor der Republik? Viel Spaß dabei. Cole, Sie haben mich enttäuscht. Rex, Sie haben alles gekriegt, was Sie wollten. Alles außer Ihrer Loyalität. Vielleicht überlegen Sie es sich ja nochmal. Ruhen Sie sich aus. Sie haben doch sicher noch die Koordinaten. Tun Sie, was ich gesagt habe und fliegen Sie in die unbekannten Regionen. Dort sind Sie in Sicherheit. Meine Loyalität gilt dem Imperium. Überlegen Sie es sich gut. Der Senat hat eben erst für einen Angriff auf Jakku gestimmt. Eine riesige Flotte von republikanischen Schiffen wird bald hier aufkreuzen. Sie werden das Imperium vernichten. Und ich werde mich zwischen Sie stellen. Ich bleibe hier.
und kämpfe für das Imperium. Für einen Kranken, der im Sterben liegt. Sie haben ihn krank gemacht. Ich bedauere es sehr, dass Sie meiner Sache nicht beipflichten. Ich muss jetzt runter auf den Planeten. Ich halte noch eine Rede. Wollen Sie sie sich anhören? Darauf verzichte ich. Eine Frage noch. Was ist denn? Wie wird eure neue Organisation denn heißen? Sie hat keinen Namen. Keinen Namen? Nicht vielversprechend für den Nachfolger des Imperiums. Das geht fürs Erste in Ordnung. Der Flottenadmiral höchstpersönlich. Ich wollte mich nur kurz bedanken. Wofür? Dass ich ihr Imperium zerstört habe? Das Imperium sollte den Imperator nie überleben. Ich töte die Vergangenheit. Nur so kann ich eine neue Macht aufbauen. Dann hatte Cole recht. Er hat mir so etwas Ähnliches schon gesagt. Er ist nicht sonderlich begeistert davon. Ich weiß. Ich auch nicht. Na? Klappt wohl nicht so mit der Macht. Pass auf, sonst würge ich dich noch. Wie ist der Plan? Wir haben 25 Sternzerstörer. Unsere Aufgabe ist es, die Ravager zu beschützen. Sie ist unsere größte Waffe gegen die Rebellen. Sie meinen die Republik? Wie auch immer. Aus allen Rohren. Feuert aus allen Rohren. Schaffen wir das? Wir müssen alle auf dasselbe Schiff feuern. Nein! Jetzt kommt unsere Hauptwaffe zum Einsatz. Feuert alle auf dasselbe Schiff. Die haben einen Supersternzerstörer. Wir müssen auf die Y-Wings achten. Wir müssen auf die TIE-Bomber achten! Schilde ausgefallen!